Kerl. Nee. Ich. Beweg dich nicht. So. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Halt Wenn die Sie sich Fresse. Keinen Anwalt leisten können, stellen wir Ihnen einen zur Verfügung. Aufstehen. Steh auf. Der Besuch kommt gleich. Sie können nicht zu den meinen. Was hast du getan? Sag mir, was du getan hast. Ich wollte halt einfach ein besseres Leben für uns zwei. Wir hatten alles, was wir brauchten. Wir hatten alles. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mir einfach Scheiße gebaut. Und was? Sag mir einfach, was du getan hast. Ich kann dir das hier nicht sagen. Ich werde niemanden mit in den Dreck ziehen. Jetzt sitze ich hier und jetzt ist gut. Also sind dir die anderen wichtiger als ich? Ich kann es nicht mehr. Ist anscheinend nicht so gut gelaufen, ja. Aber ich kann Ihnen versichern, wenn Sie mir jetzt was Gutes liefern, kann ich einen guten Weg für Sie aushandeln. Also alles nur ein Spiel für dich, ja? Ich glaube jetzt ernsthaft, dass ich irgendwen von meinen Kollegen verrate oder was haben Sie sich da vorgestellt? Einer nicht mehr. Für dich ist das alles nur ein Spaß, oder? Wenn du es schon nicht für dich machen willst, dann mach's für deine Familie. Ja, warte. Fuck. Ich erzähl es. Keine halben Sachen. Ich will alles hören. Ja. Ja, okay. Keine halben Sachen. Was soll ich Ihnen sagen? Ich bin ein ganz normaler Junge gewesen. Ich hatte tolle Freunde. Ich habe eine gesunde Familie. Ich habe meinen Sport gemacht, den ich geliebt habe. Ich habe mein Leben genossen. Irgendwann kam der Punkt, an dem ich gedacht habe, ich brauche mehr Geld, um glücklich zu werden. Egal über welchen Weg ich dieses Geld jetzt herbekomme. Irgendwann dann hat sich die Chance ergeben, dass ich auf illegalem Weg an das Geld rankomme, an sehr viel Geld. Hey Bro, was anderes? Oh, ich hab einen richtig dicken Fisch an der Angel. Das wird der größte Deal in unserem ganzen scheiß Leben. Es geht um 100.000 Euro. Weißt du noch, kennst du noch den Typ vom letzten Mal?
Der Spaß. Ja, dazu. Er hat's. Digga, der hat's letztes Mal schon. Ja, gemacht. Ich weiß. Ja, aber denkst du nicht, dass es mit dem wieder schief gehen kann? Der Digga, Pisser. Das ist mir scheißegal. Ich sehe nur das Geld. Das ist das Einzige, was zählt. Der Rest ist mir egal, ey. Scheißegal, was passiert. Wir ziehen das heute Abend durch. Stell dir mal vor, es geht irgendjemand drauf. Oder sonstige Scheiße. Die Bullen kommen, ich weiß ja nicht, was abgeht. Der Wichser, der hat uns fast schon mal verpetzt. Es geht mir nicht darum, wer das macht. Es geht mir nur darum, dass es klappt. Ja, dass wir unsere Scheiße kriegen. Das ist doch der Punkt. Letztes Mal hat es ja auch fast nicht geklappt. Ja, es wird funktionieren. Hey, wir haben ihm eine Ansage gegeben, der hat sich richtig eingeschissen, der hat Respekt vor uns. Ja. Ja, stimmt schon. Wir ziehen das durch heute, das wird gut, Bruder. Ich wollte das einfach und ja, dann habe ich das durchgezogen. Hey Digga, was geht? Ja. Bist du schon da? Ja, ich bin gleich da. Hey, ich hab heute echt ein ungutes Gefühl, Mann. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kann dem Kerl nicht so trauen, Mann, auf den wir uns da eingelassen haben. Ja, aber egal, Mann, den einen Job noch. Willst du weitermachen, oder was? Nee, Mann, hör auf mit dem Scheiß. Ja, okay. Wir reden wir später. Also bis gleich, hau rein. Oh Mann, ich hab jetzt keinen Bock drauf. Die Lage eines Gangsters, ein Gangster, Gangster ist ein Pisser oder Blender. Ein Kilo Koks, feinste kolumbianische Ware. Hier, kleine Kostprobe für dich. Weißt du, was der Scheiß kostet? Wenn wir es verticken. 120.000. Wir haben es für 50 geholt. Digga, das ist doch viel zu viel, Alter. Verkauf nur kleinen Scheiß. Digga, viel zu viel ist nicht unser Problem. Du wolltest einen Auftrag haben, hier hast du den Auftrag. Ja, aber doch nicht 120.000, Alter. Das ja, da musst du es halt aufzahlen. Wie soll ich denn das verkaufen, Alter? Ja, aber das ist nicht unser Problem. Digga, du musst es durchziehen. Ich mach's nicht zu viel. Digga, pass auf, du machst es. Entweder machst es oder du hast ein ganz schön kleines Problem. Digga, da. Ja, okay, fuck, Mann. Wir treffen uns in 2 Wochen wieder. Koordinaten schicken wir dir noch und bis dahin ist das ganze Zeug vertickt. Ja. Lass dich nicht ficken, Mann. Das ist aber dann auch nicht so gut verlaufen. Er hat Schiss bekommen und hat uns verpfiffen. Digga, ich habe ein richtiges Scheißgefühl bei der Sache. Was? Gehen Sie auch mal mit ihm? Ah, okay, Mann. Scheiß drauf. Lass das durchziehen. Es geht. Hast du das Geld? Ja. Willst du uns eigentlich verarschen? Wo ist mein scheiß Geld? Chill mal, ich hab die Bullen schon gerufen, okay? Wie, du hast die Bullen gerufen? Ja, ihr könnt mich das nicht kaufen lassen. Das ist mir scheißegal, hör auf, mir so rumzustammeln, Mann. Hängst du uns jetzt auch noch hin, oder was? Ich hab die Bullen schon... Alter, hey, ich mein's ernst, Mann. Hey, Digga, Digga. Digga, bist du behindert? Halt dich da raus. Wo ist mein scheiß Geld, Mann? Das ist mir scheißegal! Aber es der hat uns an die Bullen verpfiffen, der schuldet uns 100.000 Euro, der miese Verräter! Bullen, Mann. Halt! Fuck, Mann, was hast du getan? Wir müssen abhauen! Hau die Bullen kommen! Komm schon klar, Mann! Den Rest kennen Sie ja. We'll be right back.
Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Halt Wenn die sie sich Fresse. Keinen Anwalt leisten können, stellen wir ihnen einen zur Verfügung. Aufstehen. Steh auf. Sie sind verurteilt zu 5 Jahren Haft. Stopp! Nee, ich kann das nicht, Alter! Das bekomme ich im Leben nicht hin. Ja, fuck man. Scheiß Wichser! Von Mist soll ich noch schießen? Ja, Digga, schweige ich mich auch! Oh, fuck. Die Bullen. Hey! Laufen zu laufen! Ich bin Jesus. Schau mal die scheiß Leichen da an! Ich sogar im Helikopter! Jetzt komm schon klar, Mann! Ciao! Ich bin wie Tom Hardy. Es ist so unangenehm. Und sie glauben echt ernsthaft. Du bist so süß. Wenn sie... Ich schwöre, ich habe nicht geschaut. Au. Ja, ich muss dich anschauen. Also, mach die Augen zu einfach. Sieht man. Das ist top. Nein, man sieht deinen Zuhörern auch nicht. Die so eine Realität, ne? Der Stift ging nicht. Hast du es aufgenommen? Du musst jetzt schon anfangen mit dem Reden. Ach so. Alles, was ich sagen! Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Wenn Sie sich einen Anwalt haben. Das klappt noch nicht. Das klappt noch nicht so.